Stopp, Verkehrskontrolle, Zitronenaktion. FCA-Profi Florian Niederlechner unterstützt die Augsburger Verkehrspolizei bei Geschwindigkeitskontrollen vor der Fröbelschule in Haunstetten. Man sieht hier, an den Seiten stehen überall Autos, da können auch Kinder kurz mal rumlaufen und über die Straße laufen. Und ich glaube, mit 40, 50 kann man einfach nicht mehr so leicht bremsen wie mit 25. Von dem her ist es, glaube ich, auch mal wichtig, dass man die Eltern ein bisschen sensibilisiert. Oder auch nicht nur die Eltern, auch alle Autofahrer. Von dem her auf alle Fälle eine gute Sache. Wer fährt in der 30er-Zone zu schnell? Schon ist Aushilfspolizist Florian Niederlechner zur Stelle. Doch nicht nur er. Auch die Schüler der 4. Klasse sind dabei und mahnen. Schließlich geht es um ihre Sicherheit. Also, sie sind zu schnell gefahren. Sie sollten langsamer fahren, weil hier eine Schule ist. Dass ja nichts passiert, wir müssen auf unsere Kinder aufpassen. Und dann haben wir uns eine kleine Strafe ausgedacht, oder? Sie müssen in eine Zitrone. Sie werden jetzt verurteilt zu einem Biss in die Zitrone. Ich hoffe, Sie machen mit. Dann kriegen wir das hin. Eine echt saure Strafe, die Schnellfahrer so schnell wohl nicht vergessen. Und? Oh. Ich finde es toll, weil man fährt so gedankenlos. Das ging jetzt auch mir so. Natürlich weiß man, dass es 30-Zone ist, aber man ist oft gedankenlos. Wenn sich da jemand, der so prominent ist, dafür stark macht, ist natürlich toll. Die Kinder finden die Aktion richtig gut. Also ich finde es gut, dass ihr Bescheid sagt, wenn die Leute zu schnell fahren. Dass man aufpassen muss und dass ich das meiner Mama auch sagen kann, wenn sie mal ein bisschen zu schnell fährt. Ich finde die Aktion toll und sie gefällt mir. Und wer die Zitrone kriegt, ja, dann ist sein Mund so auch lustig manchmal. Hier ist erlaubte 30. Sie sind mit 38 km/h unterwegs gewesen, gell? Und da vorne ist eine Schule. Vielleicht nächstes Mal ein bisschen langsamer fahren. Ja, mach ich. Die Bilanz der Geschwindigkeitskontrolle. Man muss sagen, dass bisher eigentlich keiner richtig oder keiner ist zu schnell gefahren, wenn man dann noch die 3 km abzieht. Also sehr vorbildlich hier in Haunstetten. Macht auf alle Fälle Spaß. Dass der FCA bei der Aktion mitmacht, findet die Polizei ganz besonders gut. Ich finde es ganz toll, dass der FC Augsburg sich da beteiligt und mitmacht. Ja, ich denke, das kommt einfach auch gut an und zeigt auch, dass dem FCA das wichtig ist, dass die Kinder sicher durch den Straßenverkehr kommen, dass sie keinen Unfall haben. Und das ist doch das Allerwichtigste. Die Zitronenaktion für Temposünder also rundum gelungen und echte Teamarbeit. Sehr gut. Also,